Das erste Freischwimmbad der Gemeinde Wattens, das 1927 eröffnet wurde, stand damals am Kinoplatz und heute an der Stelle vom Restaurant Granda. Das Freischwimmbad Alpenbad Wattens wurde von 1954 bis 1956 am Nordwestrand von Wattens geschaffen und war im Jahr 1956 das schönste Freischwimmbad Österreichs. Die Schwimmbadanlage, die im Windschatten der Sportplatztribüne liegt, hatte bei der Öffnung ihrer Sportbecken ein Sprungbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderplanschbecken und fasste 1500 bis 2000 Besucher. Die Becken sind verschieden hoch aus dem Gelände gehoben, um einerseits wegen des hohen Grundwasserspiegels des Inns, andererseits um durch räumliche Übereinanderreihungen mehr Platz zu schaffen. Im Hauptgebäude, das in Pfeilerbauweise erstellt ist, befinden sich die Kasse und die Umkleideräume. Die 80 Meter lange überdeckte Tribüne mit 14 Meter frei ausragendem Dach trennt das Bad vom Sportstadion. Aus hygienischen Überlegungen heraus sind sämtliche Becken mit Fliesen oder Kleinmosaik verkleidet. Durch ständiges Umwälzen des Wassers in einer Filteranlage erfolgt eine chemische und mechanische Reinigung. Und durch elektrische Nachtvorwärmung mittels Durchlauferhitzer kann nicht bloß die Badezeit verlängert, sondern auch für kühle Tage ein Ausgleich geschaffen werden. Die Großwandflächen sind mit verschiedenen Mosaik- und Graffito-Bildern geschmückt. Das Tiroler Alpenbad Wattens übt auf dem Schwimmsport und Fremdenverkehr eine große Anziehungskraft aus. Denn die erstellte Anlage bietet für alle Disziplinen des Schwimmens, Springens und für das Wasserballspielen ausgezeichnete Austragungsmöglichkeiten. Einzigartig und eine Attraktion, das Unterwasserschwimmbecken mit Restaurant, wo man den Schwimmern zusehen konnte. We'll be right back.
Der Winter ist im Alpenbad eingezogen und hat alles unter einer weißen Schneeschicht bedeckt. Im Winter wurde die Eingangsrampe als Rodelbahn verwendet. Nach dem Winter müssen die Holzabdeckungen von dem Becken entfernt werden und die Vorbereitungen für die nächste Badesaison läuft schon an.